Tag an alle Leute, herzlich willkommen auf mein Video. Bei meinem letzten Video habe ich gesagt, bei 5 Likes werde ich einen Teil 2 von Fragen von euch beantworten machen. Und ihr habt die 5 Likes geschafft und jetzt gibt es einen Teil 2 davon. Und ja, bevor wir mit dem Video anfangen, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und bei dieser Frage werde ich einmal euch damit anlügen und ihr müsst raten, welche Frage das war. Schreibt mir das auf Instagram, weil YouTube sperrt meine Kommentare. Ich weiß auch nicht warum. Und ja, ihr habt nur eine Chance. Schreibt mir die Frage und wenn ich sage, das ist die falsche Frage, dann dürft ihr nicht mehr schreiben. Und wer richtig beantwortet, der bekommt halt die richtige Antwort. Fangen wir jetzt mit den Fragen an. Und es sind diesmal 15 Fragen. Und eine lüge ich. Okay, zieh das. Mal sehen, was da steht, schon wieder so dünn. Kannst du einmal für 5 Minuten deine Nummer posten? Nein. Weil, ich weiß nicht, es ist ein bisschen privat für mich. Und die private Nummer, das postet man nicht. Ja, WhatsApp-Nummer will ich auch nicht posten. Und ja, es gibt Leute, die das machen, aber ich finde von denen das nicht normal. Die sollen halt das damit aufhören, dass sie die Nummer posten. Ja, egal, aber ich poste nicht. Kommen wir zur nächsten Frage. Wann stirbst du? Ey, wer diese Frage gestellt hat, der soll mal überlegen, ob man die Frage einfach sendet oder nicht. Aber ich glaube, die Person hasst mich. Egal. Ja, weil ich weiß nicht, wann ich sterbe und ich bin jetzt auch nicht sauer darüber geworden. Ja, kommen wir auch zur nächsten Frage und zwar diese. Kannst du trotzdem ohne 10 Likes die Nudeln essen? Die schärfsten Nudeln, meinte er oder sie. Nein. Ich habe für euch, ich wollte gerade Angebot sagen, ich habe für euch gesagt, 10 Likes mache ich das, weil sowieso, ich kann das nicht essen und deswegen habe ich gesagt, bei 10 Likes, ja normalerweise, wenn ich das essen konnte oder ich das normal fand, dann hätte ich das nicht gesagt, dass ihr die 10 Likes machen sollt, ich esse einfach und so. Ja, kommen wir aber auch zur nächsten Frage, diese Frage hier. Wer ist dein lieblingstürkischer Schauspieler? Ich werde jetzt türkischen Namen sagen, weil die sind ja alle türkisch und so alles. Und zwar Biram Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Çağla Irmak, Demet Özdemir, Can Yaman, Alp Akar und Ömer Sevgi. Gleicher Name, aber der heißt wirklich Ömer. Ja, die sind alle meine Lieblingsschauspieler oder Schauspielerin. Ja, ich habe die auch alle abonniert. Ja, kommen wir jetzt zu dieser Frage. Wann kommt ein Video mit mir, in Klammern, der hat den Namen gesagt, also kann ich das jetzt auch erwähnen, Lobo. Mit dem habe ich schon mal ein Video gemacht. Ja, in der Corona-Zeit weiß ich nicht, aber nach Corona-Zeit können wir mal ein Video machen, ein Vlog oder so, oder ein Challenge-Video. Ja, kommen wir mal jetzt zur nächsten Frage. Denkst du, Schutzmaske bringt was? Ich denke, Schutzmaske, halt, die beschützt nur andere Leute, ihr beschützt euch damit selber nicht, denke ich, nur die anderen Leute, weil ihr, wenn ihr niest oder atmet, dann wollt ihr nicht, dass es zu anderen Leuten kommt und damit habt ihr die anderen Leute beschützt. Ja, und selber trage ich Maske und ja, eigentlich ist es auch ein bisschen, ich kann sein, dass es euch ein bisschen beschützt. Ja, kommen wir aber auch mal zur nächsten Frage. Wann machst du 24 Stunden lang Videos? Ich weiß nicht, aber bald mache ich auf jeden Fall. Und zwar sehr viele. Ich habe schon auch Pläne, welche es sein könnte. Und so. Ja, ich weiß, ihr alle wollt 24 Stunden lang Videos von mir. Aber mache ich später. Kommen wir aber noch zur nächsten Frage. Willst du berühmt werden? Schwierige Frage. Eigentlich ja, aber auch eigentlich nein.
Beides. Also, ich weiß nicht so ganz genau. Aber einmal wollte ich so berühmt werden. Dann habe ich halt angefangen mit YouTube, TikTok. Aber da war ich schon 8 Jahre alt. Ja. Aber jetzt irgendwie, wo ich so älter werde, ändere ich immer meine Meinung. Es wird immer, jedes Jahr, wo ich immer älter werde, ändere ich meine Meinung. Ja. Jetzt will ich Schauspieler werden und bin ich auch geworden. Aber wenn ich groß werde, ändere ich meine Meinung bestimmt. Also 18 oder 17, wenn ich werde. Und ja. Ist deine Mathematik schlecht oder gut? Mittel. Ich habe da eine befriedigende Note. 3. Ja, ist nicht gut, aber ist auch nicht schlecht. Also Mittel. Ich habe keinen Bock über Schule, so welche Fragen zu beantworten, weil ich selber mag keine Schule. Außer in der Corona-Zeit mag ich die Schule. Auf Englisch geschrieben. I love you. You love me too. Ich kenne dich nicht. Von dieser Frage. Ich habe kurz, falls ihr das gesehen habt, kurz für 5 oder 10 Minuten lang in meine Story gepostet, dass ihr mir Fragen stellen sollt, aber privat. Und dann kam so eine unbekannte DM, ohne Profilbild und der Name war auch User oder so. Das ist ja U-S-E-R und dann so welche Zahlen. Ohne Profilbild, ohne Beiträge, 0 Abonnenten und 0 abonniert. Das war die Frage. Ich habe nicht darauf geantwortet, aber habe die trotzdem genommen. Ja, ich kann dich nicht. Aber ich glaube, diese Person weiß Deutsch, weil woher soll sie dann mir die Frage stellen? Und die hat noch die Story mir geschickt. Ja. War meine Story. Kommen wir auch zur nächsten Frage, die habe ich gezogen. Wie ist es in der Schule bei Corona-Zeit? Ist ein bisschen streng, weil wird dauernd angeschrien oder an die anderen Leute, dass wir Abstand halten sollen oder Maske tragen sollen. Wir dürfen nicht mal von unseren Plätzen aufstehen, außer die Lehrer bringt uns das. Außer wenn wir zur Pause gehen oder Hände waschen müssen, ja dann halt müssen wir aufstehen, aber normalerweise nicht. Und wir müssen jetzt auch die ganzen Bücher und Mappen und Hefte nach Hause bringen. Und wir können das selber nicht selber aufstehen und das nehmen. Die Lehrer bringt das in unsere Plätze, die Hefte und so alles. Da steht schon Namen, also die weiß schon. Und ja, es geht mittelmäßig. Ich bin auch froh, dass ich jede Woche 2-mal Schule habe. Beziehungsweise es hat sich jetzt geändert. Jede Woche 1-mal Schule. Ja, und ich bekomme ab 12.06. mein Zeugnis. Und irgendwie bin ich nicht gespannt oder gespannt, beides. Kommen wir auch zur nächsten Frage. Kannst du mir auf Insta schreiben, in Klammern, bitte sag nicht. Also in Klammern steht da jetzt so eine Name halt. Ja, bitte sag nicht. Das Name, okay, sag ich jetzt nicht. Will ich auch nicht sagen und so. Sag ich halt nicht, außer wenn die Leute das selber möchten. Und ja, die hat mir das selber auf DM geschrieben. Aber ich habe nicht geantwortet. Vielleicht antworte ich, mal gucken. Kommen wir auch zum nächsten. Hat einmal ein Freund von dir dich ausgenutzt? Ja, und wisst ihr warum? Normalerweise werde ich nicht aggressiv, wenn einer sagt, ja, ich hasse dich, ich will nicht mit dir befreundet sein. Dann finde ich das irgendwie normal. Außer ich frage nur, ja, warum, was habe ich getan und so alles. Ich werde schon ein bisschen traurig, aber wenn einer das nicht sagen will, der traut sich das nicht zu sagen und später erfahre ich das, dann explodiere ich. Ich hasse das sowas und diese Person hat mich so extra ausgenutzt. Ihr wollt das nicht mal wissen, ihr glaubt das nicht. Wenn ich das jetzt euch lang erzähle, könnte ich, aber mein Video dauert dann 1 Stunde und so. Ja, ich erzähle immer so lange. Kommen wir auch zur nächsten Frage, vorletzte Frage. Hattest du einmal eine Freundin? Momentan habe ich keine Freundin und ich hatte auch noch nie Freundin. Und kommen wir jetzt auch
zur letzten Frage. Irgendwie war es gerade die Frage peinlich, die andere. Ja, kommen wir auch zur nächsten Frage. Kannst du einmal filmen, was du im Boxen machst? Nein, also ich denke nicht, weil damit filme ich ja auch die andere Person und den Trainer, also unser Trainer und so. Ja, ich glaube nicht, dass sie gezeigt werden wollen. Und dann muss ich dauernd daran sitzen beim Bearbeiten, das und das zensieren und so. Nee. Und ich denke, dass mein Trainer auch das nicht erlaubt hätte. So Leute, das war's auch mit meinem Video. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schaffen wir wieder 5 Likes, dann gibt es einen dritten Teil. Und schaffen wir 7 Likes, dann werde ich 24 Stunden lang Videos machen. Und vergesst nicht, die 300 Abonnenten auf Instagram zu knacken. Dann gibt es 24 Stunden lang. Ich pranke meine Geschwister damit. Und ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da für mehr weitere Videos. Und guckt gerne in die Beschreibung, falls ihr noch mehr Informationen über dieses Video oder andere Videos sehen wollt. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao!